Okay, guten Abend allerseits. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr gekommen sind. First of all, do we have any English-only speakers? By the looks of it, not so far. Maybe somebody else joins us, but for now, I'll do the introduction in German. Okay, wie gesagt, herzlich willkommen an diesem Abend. Es freut mich sehr, dass ihr gekommen seid. Mein Name ist Alex Berger. Ich bin der Präsident vom Akademischen Aviatikverein Zürich. Wir haben heute oben sehr einen interessanten Vortrag mit dem Nate Köhler. Er kommt nachher zum Zug. Wir legen schnell los. Für die, die das erste Mal an einem Vortrag von uns sind, ganz kurze Einführung, wer wir sind und was wir machen. Also, es hat einen Vorläuferverein gehabt, die sogenannte Akademische Aviatikgruppe Zürich. Die hat in den 90er Jahren, Anfang 2000er Jahre existiert. Unser Verein ist neu gegründet worden 2014, ist mittlerweile, also geht auch aufs 10-jährige Jubiläum zu. Mittlerweile sind wir 175 Mitglieder, mehr oder weniger aktive. Die Zahl die schwankt auch immer ein bisschen, halt wie im studentischen Verein üblich. Was immer wichtig ist zu erwähnen, wir nehmen nicht nur Leute auf, die eine Pilotenlizenz oder Ähnliches haben. Das ist sehr oft eine Frage, die wir bekommen. Muss man Pilot sein, um bei euch Mitglied zu werden? Das ist definitiv nicht der Fall. Man muss einfach irgendeine Form von Interesse an der Luftfahrt haben. Und das ist eigentlich schon das Wichtigste erfüllt. Gesamthaft unsere 175 Mitglieder, die setzen sich zusammen aus luftfahrtinteressierten Studenten aller Art. Also eben, wie gesagt, wir haben natürlich Leute, die sind selber, haben irgendeine Form von Pilotenlizenz. Wir haben auch Gleitschirmflieger, Modellflieger, Fallschirmspringer, Helikopterpiloten, alles Mögliche. Also wir haben eine ganz bunte Mischung von Leuten, die sich in irgendeiner Form für die Fliegerei können begeistern können. Gesamthaft besteht unser Verein aus Studierenden von den drei grossen Zürcher Hochschulen. Das ist einerseits die ETH, wo wir heute sind, auch die Uni Zürich und ZHW, als Fachhochschule ist auch vertreten. Dann haben wir auch noch Gönner und Alumni, also Alumni, die eine von diesen Hochschulen mal studiert haben, oder halt Gönner, die grundsätzlich die Kriterien in dem Sinn nicht erfüllen, aber trotzdem das eine lässige Sache finden und uns unterstützen und natürlich herzlich willkommen sind an allen Anlässen, die uns teilzunehmen. Ziel vom Verein sind einerseits der wissenschaftliche Austausch, das sind Anlässe wie heute, das sind hauptsächlich Anlässe in einem Hörsaal, aber auch Betriebsbesichtigungen, Förderung von der Luftfahrt ganz allgemein und natürlich, wie in den meisten Vereinen, gehört auch der kameradschaftliche Austausch dazu. Ein kurzer Überblick über was wir so machen. Wissenschaftliche Vorträge haben wir in der Regel 1 bis 2 pro Semester. Wir machen aber, wie gesagt, auch Betriebsbesichtigungen, wenn es Airshows gibt. Das ist die letzten 2 Jahre eher mager gesagt gewesen. Besuchen wir die natürlich auch gern. Ausstellungen, wir sind im April an der Aero Friedrichshafen wieder mal gesehen, nach einer 3-jährigen Pause. Drink-ins, das sind unsere monatlichen Stammtisch, wo wir zusammenhocken und über alles Mögliche plaudern. Da gibt es natürlich auch Fly-ins, wo die fliegenden Mitglieder, die nicht fliegenden Mitglieder können die Chance geben, mitzufliegen, immerhin. Wir machen Schnupper-Events, wie für Segelflug oder Gleitschirm zum Beispiel. Aber auch Grillöbene und sonstige Fun-Events, die nicht direkt mit der Fliegerei im Zusammenhang stehen. Durchgehend gibt es auch Mitfluggelegenheiten. Wir haben einen Chat, wo Leute, die selber fliegen, die freie Sitzplätze haben, ihrem Flugzeug können die Flüge ausschreiben und dann können Mitglieder zum Selbstkostenpreis dort mitfliegen. Das Ganze klingt relativ abstrakt, darum haben wir noch ein paar Bilder dazu. Das ist ein von den Vorträgen aus dem letzten Semester gesehen. Das sieht relativ ähnlich aus wie das. Das war der Martin Gerber von der Skylab Foundation. Sehr interessant. Anschließend der Apero. In diesen Genuss kommen wir dank dem VSETH, der uns grosszügig unterstützt. Auch heute oben wieder. Das letzte Event, das wir gerade erwähnt haben, der Aero Friedrichshafen, haben wir dürfen, wieder mal besuchen. Wir haben das ganze Messegelände unsicher gemacht. Das war sehr interessant. Im letzten Dezember sind wir durch unseren Sponsor Horizon, die Flugschule, zu einer Besichtigung von einem neuen Embraer E2 von der Helvetic Airlines gekommen. Auch das ein sehr beliebtes Event, das wir sogar in 2 Gruppen haben durchführen konnten.
Das Semester sind wir auch beim Fokusprojekt Esling, wo relativ viel in den Medien war, in Dübendorf vorbeischauen. Das ist der aktuelle Stand vom Flugzeug von Esling. Auch dort haben wir dank dem schönen Wetter das Ganze draussen können machen. Wiederum, wie erwähnt, der Apero. Und unser letzter Fly-In war gekoppelt mit unserer Generalversammlung. Das war letzten Juli. Machen wir relativ ähnlich auch dieses Jahr wieder. Sind wir gesamthaft mit 13 Flugzeugen nach Brüssel-Chur geflogen, haben dort können campieren und ein sehr cooles zweitägiges Event gehabt. Das wird in einem sehr ähnlichen Rahmen auch dieses Jahr wieder stattfinden. Für die, die es noch nicht gesehen haben im Kalender, 23. 24. Juli, kann man sich schon mal vormerken. Segelflug-Schnuppertag hier bei der Segelfluggruppe Winterthur, auch eine lässige Sache. Oder Gleitschirm-Schnuppertag im Glarnerland. Wäre auch wieder mal Zeit dafür. Ich glaube, da wäre das Interesse auch vorhanden. Wir haben ein relativ breites Netzwerk. Wir werden von Sponsoren unterstützt, verschiedene. Die machen auch die ganzen Anlässe möglich. Wir haben aber auch einige Partnerorganisationen und Vereine, wo man gegenseitig sich zu den Events einladet. Ich sehe, wir haben auch heute ein paar Besucher von Partnervereinen, was mich natürlich sehr freut. Und noch ganz kurzer Ausblick auf das restliche Programm vom jetzigen Semester. Das Semester ist bald vorbei, aber wir machen noch ein paar Events in den Sommer rein. 1. Juni sind wir eingeladen worden von der Antique Airplane Association in Spierfeld. Das ist ein Grill and Fly oben. Wer Interesse hat, kann dort einen Heckrad-Schnupperflug mit einem Piper L4 absolvieren. Gerade am Tag darauf dürfen wir bei der Skyguide vorbei. Dürfen dort auch einen Einblick in den Ops-Raum bekommen, was sicher sehr interessant wird. Und wie bereits angekündigt, dürfen wir am 23. 24. Juli wieder mit unserer GV und dem Fly-In in Brüssel-Chur zu Gast sein. Wie schon erwähnt, wir haben durchgehend eine Möglichkeit für Mitfluggelegenheiten, unser sogenannter Jump-Seat-Chat. Das funktioniert sehr gut. Das ist alles auf privater Basis. Das ist einfach, eben, wie gesagt, wenn jemand sowieso fliegen und einen freien Platz hat, kann er ihn dort drüber anderen Mitgliedern anbieten. Falls ihr noch nicht Mitglied sind und wir unser Interesse haben können wecken, dürft ihr selbstverständlich auf allen unseren verschiedenen Medienkanälen mit uns Kontakt aufnehmen oder halt auch uns nachher beim Apero direkt ansprechen. Wir sind gern für jegliche Fragen zur Verfügung. Das wäre es von meiner Seite. Dann dürfte ich gern unseren Referenten dazu, den Nate Köhler, führen bitten. Er ist hier als Vertretung von Dedalien. Ich hoffe, ich spreche den Namen von der Firma richtig aus. Nicht, dass er mich sicher korrigieren. Ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, aber meistens war der Verkehr bis jetzt schriftlich. Ich freue mich sehr auf den Vortrag. Der Nate hat auch an der ETH hier studiert. Er ist aber auch Militärpilot. Also er hat eine sehr spannende, breite Karriere und wird uns jetzt oben ein bisschen etwas aus dem Bereich Automation und AI im Cockpit können erzählen. Dürfte ich dir sehr gerne so ein Mic übergeben. Genau, Dedalien, sagt man es. Aber es ist die erste Interviewfrage. Nein, ist ein Running Gag in der Firma, dass es ein doofer Name ist, weil es niemand kann schreiben und niemand kann aussprechen. Weil es hat D-A-E D-A-D-E-A, es ist wirklich. Also für Legastheniker ist es echt schlimm. Ich versuche es mal auf Schweizerdeutsch. Ist es für jemanden mit Englisch viel einfacher? Alle Slides sind auf Englisch und es kann sein, dass ich dann irgendwann auf Englisch wechsle, weil ich bin mir es einfach mehr gewöhnt. In Englisch über die Themen zu reden. Dedalien, was wir machen, genau da oben gesehen, wie es geschrieben ist. Wir versuchen eigentlich, den Pilot zu ersetzen oder einfach es möglich zu machen, dass Flugzeuge fliegen ohne Piloten. Darum Artificial Intelligence and Computer Vision in the Cockpit. Das ist ein bisschen viel über mich, aber es ist vielleicht wichtig, dass ihr wisst, was ich für einen Hintergrund habe. Ich habe einen Bachelor of Science in Aviation von der ZHAW vor etwa 10 Jahren. Und es ist ein bisschen durchmischt, aber das ist als akademische und das ist das Berufe. Also ich habe einen normalen Berufsmilitärpilot gemacht,
ATPL gemacht in der Ausbildung, anschließend PC 7, PC 21 und dann F18 geflogen für 2 Jahre etwa. Und dann geht man normalerweise wieder zurück als Fluglehrer auf PC 21 und in dieser Zeit habe ich mich dann dazu entschieden, an der ETH zu studieren. Ich habe dann 5 Jahre lang an der ETH studiert, währenddem ich noch 20% Fluglehrer war auf PC 21. Und jetzt bin ich weiterhin 25% Fluglehrer auf PC 21 und die restliche Zeit arbeite ich bei der Dalian. Ja, ich glaube, ich habe alles gesagt. Im Allgemeinen, durch den ganzen Vortrag, stellt unbedingt Fragen. Es ist mega Sport. Ich würde wahrscheinlich einschlafen, wenn ich euch wäre. Ich gebe mir Mühe. Aber stellt Fragen und auch wenn ihr zum Beispiel auf bestimmte Themen mehr wollt wissen oder so, dann kann ich ein bisschen mehr auf das eingehen. Es ist ein relativ breites Publikum. Ich gehe nicht mega tief in die Materie. Gleichzeitig wird ja auch nicht so oberflächlich bleiben, dass es nur ein Marketing-Zeug ist. Sondern ich versuche, den Mittelweg zu finden. Ein bisschen vom Ablauf her, ein bisschen etwas über den Dalian, dann über die Products, die wir haben und momentan am Entwickeln sind, Certification und dann am Schluss noch, wann ich jetzt eigentlich persönlich gerade dran arbeiten bin, so quasi die Woche, was ich genau jetzt mache. Weil das ist vielleicht ein bisschen mehr hands-on als der Rest. Und es sind relativ viele Slides, ich werde nicht alle können zeigen, aber wenn ihr spezifische Fragen habt, bin ich froh, dass wenn ich es da habe. Der Dalian. Wir sind momentan etwa 70 Angestellte, vielleicht etwa 40, 50, die wirklich Ingenieure sind. Und dann haben wir noch ein Data Annotation Team in Riga und jetzt auch noch in der Schweiz. 8 PhDs, 9 Piloten. Da oben sind die Founders. Viele Leute von Google, Leute von SpaceX, Airbus, Pilatus und so weiter. Pilatus recht viele in letzter Zeit. Leute, die mir quasi. Die Firma ist gegründet worden, sehr Software Engineering lastig, mit Computer Vision, Artificial Intelligence, Machine Learning, all das Zeugs. Und jetzt sind wir so in der Phase, wo immer mehr Leute gebraucht werden, die vielleicht schon etwas von Aviatik verstehen, weil es halt relevant ist, dass wir da Wissen haben. Wir haben das Flugzeug jetzt neu und wir haben das Flight Test Team, das mit dem Flugzeug fliegt und die Systeme, die wir entwickeln, sind dran ausprobieren. Genau. Aviate, Navigate, Communicate, haben wahrscheinlich ein paar von euch schon gehört. Und um das geht es. Es geht wirklich eigentlich, vereinfacht gesagt, darum, den Pilot zu ersetzen. Oder zumindest alles, was ein Pilot kann, alles, was ein männlicher Pilot kann, auch möglich machen mit dem Computer. Vielleicht so ein bisschen das Grundsätzliche. Und das ist natürlich nicht von heute auf morgen möglich. Da gibt es verschiedene Zwischenschritte, wie man das entwickeln kann. Und da sind wir jetzt dran. Und das ist ein bisschen informal history. Genau, Software Engineers with Academic Background. And then, what do we have to develop to enable autonomous airplanes? Und jetzt geht es darum, die einzelnen Sachen zu entwickeln und dann zu zertifizieren. Konkret, was wir momentan am entwickeln sind, ist Visual Navigation. Das heisst, also zum Beispiel gibt es ja GPS, aber der Mensch kann etwas völlig anderes. Das heisst, wir sind vielleicht weniger genau wie ein GPS, aber wir brauchen kein externes System. Wir können einfach fliegen, wir schauen raus und wir sehen, wo wir sind. Und das ist etwas, das natürlich sehr praktisch kann sein, wenn da ein autonomes Flugzeug auch machen kann. Können wir nachher noch über alle Sachen komme ich noch ein bisschen mehr ins Detail. Visual Traffic Detection. Ist ein grosses Thema, wenn man autonome Flugzeuge hat, vor allem wenn man im Luftraum Echo oder Golf fliegt, wo es andere Traffic hat, wo vielleicht nicht kooperativ ist, kein Transponder hat und man trotzdem ausweichen sollte, dann muss man es halt einfach sehen. Und das Dritte, was wir momentan entwickeln sind, ist quasi wie ein Instrumentenlandeanflugsystem, aber einfach nur auf Vision basiert. Also wir sehen den Runway und wir können aufgrund von dem eine Guidance geben. Genau. Und über die einzelnen 3 Sachen gehe ich jetzt ein bisschen ins Detail. Ich fange bei Visual Landing Guidance an, weil es die wenigsten Slides hat. So sieht das aus. Es läuft im Loop, ihr könnt es mehrmals schauen. Also wir sehen hier zuerst einmal, es hat einen Runway. Und dann haben wir das so ein Inlet, das einfach ein bisschen grösser sieht. Ist das gleiche, was man da oben sieht. Und wir haben einfach ein neuronales Netzwerk, wo dann die normalen ILS, für die Instrumentenflug vielleicht kennen, aber sind eigentlich die gleichen Angaben, die wir auch bei einer ILS haben. Zusätzlich auch noch die Distanz zum Threshold.
Es sind wie zwei Teile. Das eine ist primär mal einfach quasi slam-mäßig sich positionieren relativ zu der aktuellen Position. Also es ist wie, wie bewegen wir uns momentan überhaupt? IMU-mäßig. Und zusätzlich aber auch längerfristige Karten erstellen, wo wir wissen, wo das, welche Waypoints sind oder welche Features sind. Und dann können wir uns aufgrund von diesen Features positionieren. Kommen noch x Details, 100 Slides zu dem. Ja. Die werden abgespeichert. Also wir fliegen um, wir haben die GPS am Laufen. Dann haben wir das ganze Positioning-System quasi relativ am Laufen. Und dann am Schluss offline generieren wir dann eine Map daraus. Und eine Map ist eigentlich nichts anderes als einfach Features. Also irgendwelche optische Merkmale, die der Computer gut sieht. Und die Position von dem Feature. Und dann nachher, wenn wir geflogen sind, die Map erstellt haben, da geht irgendwie zwei Stunden, rechnet einfach der Computer das durch. Und nachher können wir die in den Flüger mitnehmen und ab dann können wir uns positionieren aufgrund von der Map. Also dann auch global in dem Sinn, also global in der Map, wo wir sind, in der Map, wo wir Daten haben, können wir quasi im Flugzeug alles abstellen, alles wieder anstellen und das Flugzeug weiß gerade wieder, was ist. Ist das? Die Frage muss ich noch wiederholen, genau. Bis nächstes Mal. Genau. Aber stellt unbedingt Fragen, ich bin froh. Genau, wieso nicht einfach GPS? Vielleicht so ein bisschen aktuell, Ukraine-Krieg. GPS kann extern gestört werden. Und wenn man sich vorstellt, heutzutage hat man immer einen Pilot in der Luft. Und wenn GPS nicht mehr funktioniert, wenn ILS nicht mehr funktioniert, solange das Wetter einigermaßen okay ist, kann er immer noch landen. Die meisten Piloten hoffentlich. Aber man hat etwas zum, man kann noch etwas machen, oder? Und wenn man ein Flugzeug hat, das alleine fliegt und von GPS abhängig sind, ist natürlich ein grosses Risiko. Weil man kann GPS relativ einfach lokal stören. Und darum ist es cool, wenn man einfach selber kann, wie es der Mensch auch kann. Eine Sache, die mir immer im Kopf ist, ist, wenn man später mal mit Flugzeug so drohnenmäßig relativ nah in Großstädte fliegen, wo es Häuser hat und so weiter. Bist natürlich mit so einem System zum einen nicht abhängig von GPS, aber auch nicht abhängig von aktuellen Maps, weil du halt den Wolkenkratzer vor dir siehst. Und wenn dann irgendeiner einen Kran aufstellt, der nicht in der Database ist, fliegen wir trotzdem nicht rein, weil wir den Kran halt sehen. Genau. Ja. Genau, LiDAR. Die Frage ist, brauchen wir LiDAR? LiDAR brauchen wir nicht momentan. Wir haben einfach wirklich nur Kameras. Aber dort ist natürlich. Ja, es sind immer Trade-offs. Ja. Nein, momentan nur Kameras. That's it. Okay. Genau, wir kommen natürlich auch Sachen über wie Höhe über Grund, wo dann wirklich Höhe über Grund ist. Und nicht wiederum aufgrund von einer Datenbank. Attitude und Heading kommen wir auch über, wo du bei GPS nicht bekommst. Okay, wie funktioniert es? Diese Slide werdet ihr ein paar Mal ein bisschen sehen. Weil wir eigentlich mehrere Teile haben. Wir haben Visual Slam. Das ist eigentlich da, wo ohne Datenbank einfach einmal aufgrund von der Position, die du vorher gehabt hast, und dann von den Änderungen im Bild die neue Position berechnet. Mega einfach gesagt. Und da läuft auf etwa 30 Hertz. Und dann haben wir eine Visual Map, die wir offline erstellt haben. Also wir fliegen. Wir nehmen Daten auf, wir erstellen eine Map, wir laden sie in den Flüger. Und die ist offline, haben wir dabei. Und dann aufgrund von dieser Map können wir uns dann auch global lokalisieren, in dem Bereich, wo wir eine Map haben. Und da gibt es eine Global Pose. Und danach alles zusammen gibt es eine normale State Estimation. Und dann haben wir Global Position mit 30 Hertz. Wo zusätzlich zum GPS eben auch noch Attitude, Heading, Velocity und Height Above Ground hat. Ja. Das heisst, wir hätten zwar keine aktuelle Datenbank, weil man es eigentlich sieht, wo man anfliegt, aber die Strecke muss grundsätzlich schon mal aufgenommen werden, dass man es sich gut positionieren kann.
Genau, für das nicht, aber für diesen Bereich muss man mal die Strecke geflogen sein. Ja. Blöd gesagt, ähnlich wie bei einem Mensch. Wenn du Strecke noch nie geflogen bist und keine Karte dabei hast, dann hast du auch keine Chance. Aber genau, dort kann man nachher ewig über Business Case diskutieren, was genau möglich ist. Eine Möglichkeit ist natürlich, dass das immer automatisch läuft. Oder nach jedem Flug gibt es eine neue Map. Vielleicht haben wir noch Zeit für das. Genau. Ja, das ist jetzt ein bisschen sehr eine Übersicht. Also zuerst kommt jetzt mal der Bereich, wo einfach sich quasi wie eine IMU, Inertial Measurement Unit, versucht, auf 30 Hertz die eigene Position und Rotation zu berechnen, aufgrund von was vorher gesehen hat. Das ist dann wie nicht eine globale Position, sondern sehr lokal. Und da schaut man einfach, man hat so eine Fisheye-Kamera, die runter zeigt. Und dort sucht man die Features. Und dann schaut man, wie die Features Frame zu Frame ändern. Wenn er irgendwie mal etwas mit Slam hatte, das ist einfach Slam. Genau, und aufgrund von diesen Feature Correlation findet man dann heraus, wie sich die Kamera bewegt. Und da eben up to scale, das ist immer das Problem. Wenn man kein Scale hat, dann weiß man nicht, ob jetzt die Kamera die Rotation gemacht hat und sich 5 Meter bewegt hat oder 500 Meter. Weil man nicht weiß, wie groß die Features im Bild sind. Das ist einfach ganz normal. Und was man anschliessend noch machen kann, ist Bundle Adjustment. Wo man dann quasi, es gibt immer einen Error, wo sich akkumulieren kann. Und dann versucht man anschliessend über mehrere Measurements quasi Bundle Adjustment machen und insgesamt den Fehler über alle Positionen zusammen zu minimieren. Es ist sehr oberflächlich, einfach aufgrund von der Zeit. genau. Und dann kommt das Mapping dazu. Und das ist wieder genau das gleiche, wie wir vorgesehen haben. Und dann haben wir einfach hier die SIFT-Features, verwenden wir momentan. Und dann erstellen wir eine Map. Relativ viele Details. Aber oberflächlich gesagt, einfach, wir sehen irgendwelche Sachen im Bild, die irgendwie viel Kontrast haben. Und nachher erstellt man ein Feature, wo der Punkt beschreibt. Das heisst, wie sehen die Pixel rundherum aus? Und dann tut man es noch so kodieren, dass es morgen, auch wenn die Sonne etwas anders steht, immer noch das gleiche Feature erkannt wird, dass man dort eine Correlation hat. Und anschliessend kann man sich aufgrund, wenn man dann weiß, wo die Features sind, und das ist dann genau die Offline-Map, die wir haben, kann man sich aufgrund von dem positionieren. So sieht denn das aus. Und dann kann man Rekonstruktion machen von diesen Punkten. Und für das braucht man die Position von vorher. Und dann tut man alles zusammen und dann hat man Visual Global Localization. Genau. Genau, ein Problem, das man manchmal hat, ist, dass die meisten Matches sind falsche Matches. Also man hat dann quasi eine Datenbank und ein Frame. Und obwohl die Features so ein bisschen invariant sein sollten, sind sie es halt nicht genau. Und was dann passiert ist, dass man meistens eigentlich falsche Matches hat. Was man dann aber machen kann, ist, wenn jetzt zum Beispiel 20%, nur 20% der Matches korrekt sind, dann kann man schauen, findet man raus, welche 20%, weil die anderen sind ziemlich random. Oder es ist unwahrscheinlich, dass man 20% falsche Matches hat, die aber würden Sinn machen. Also zum Beispiel irgendwie, also es müssten dann korrelierte Matches sein, die falsch sind. Und das wäre irgendwie komisch. Und aufgrund von dem, dass man sich halt darauf konzentrieren kann, dass von den Matches, die richtig sind, das sind die, wo auch überhaupt eine Möglichkeit gibt, die Transformation zu berechnen, findet man dann heraus, welche richtig sind. Genau. Das ist auch etwas Spannendes, zum Beispiel, was passiert, wenn es dann plötzlich schneit. Und da haben wir das ja auch probiert und es fliegt immer noch. Also fliegen tut es immer, aber es positioniert sich immer noch. Es ist doch weniger genau.
Ja, ich glaube, man sieht jetzt nicht mega viel aus eurer Perspektive, was man da herausfindet. Aber man sieht oben rechts, wie sehr viele Features nicht wirklich gematcht werden, aber immer wieder hin doch immer wieder ein paar Features gematcht werden. Das heisst, dass die Descriptors von diesen relevanten Punkten oder Punkten mit hohem Kontrast, es gibt genug von denen, die auch im Winter und im Sommer gleich sind, oder? Genau. Okay. Und jetzt zuletzt, das ist da, wo wir momentan am meisten dran arbeiten sind. Und das ist einfach Visual Traffic Detection. Genau. Was kann man da dazu sagen? Ihr seht es, oder? Wir fliegen einfach rum. Wie es funktioniert, ist eigentlich, dass man ein neuronales Netzwerk kennt, das das ganze Bild anschaut. Und dann einfach so Formen findet, die aussehen wie ein Helikopter oder wie ein Flugzeug. Und anschliessend haben wir nochmal ein Netzwerk, das dann die Form genauer anschaut und uns eine Distanz herausgeben und eine Klassifizierung, was für ein Objekt das ist. Es gibt viele mögliche Ansätze. Was wir machen momentan ist, wir tun nicht. Man könnte zum Beispiel sagen, wir schauen den Unterschied an von Frame zu Frame und dort, wo sich etwas ändert, hat es vielleicht Traffic. Das machen wir momentan nicht. Wir schauen wirklich einfach ein Frame nach dem anderen an, für sich selber. Versuchen, Traffic darauf zu sehen. Und nachher, aufgrund von diesen Traffic, die wir per Frame gesehen haben, haben wir nachher wie einen Tracker drüber, wo wieder eine State Estimation halt von dem Traffic macht. Eigentlich ein Kalman-Filter. Ja. Also die Kamera ist fokussiert auf die Unendlichkeit. Bei so kleinen Sensoren ist das eigentlich nicht so ein Problem. Eben, man sieht ein bisschen, ob jetzt das schärfste ist, weiß es nicht. Wahrscheinlich schon, ist halt einfach, wenn er weit weg ist, sind es halt sehr wenig Pixel. Und jetzt da ist, halt, ist es wie gefiltert dargestellt, aber man könnte halt natürlich auch wirklich die Pixel selber darstellen und dann wird man sehen, es sind irgendwie 5 auf 3 Pixel am Anfang. Genau, wir haben einfach eine Kamera, die bewegt sich nicht, die zoomt auch nicht rein, nichts. Das ist einfach, ja. Genau, ob es rechenlastig ist, ja. Und vor allem, vielleicht haben wir nachher noch Zeit, aber vor allem ein Problem ist dann natürlich, dass man es gerne würde auf einer GPU laufen lassen. Aber das kann man nicht, weil eine GPU wirst du nie zertifizieren. Und zertifizieren müssen wir es, sonst können wir es nicht machen. Das heisst, wir müssen, momentan sind wir dran mit FPGAs, die ganze Neural Network Inference auf dem FPGA zu laufen zu lassen, damit wir genug schnell sind. Ja, auf dem Flugzeug. Und dort ist natürlich dann wieder auf einer kleinen Drohne geht es nicht, weil halt einfach zu gross und zu schwer. Auf einem Flugzeug ist okay, auf einem Helikopter ist auch okay. Genau, und wir bringen momentan etwa 3 Hertz an. Also 3 Frames pro Sekunde. Was bei Flugzeugen eigentlich genug ist. Wäre schön, wenn wir mehr hätten, aber. Jo. Das ist, ob ein Cumulus-Vulkan oder ein Zeppelin kann entschieden werden. Also es ist doch immer spannend. Ich meine, zum Beispiel, wenn jetzt ein Flugzeug kommt, das genau aussieht wie ein Boot, dann hat er wahrscheinlich das Gefühl, es sei ein Boot. Aber es gibt zum Glück nicht viele Flugzeuge, die genau aussehen wie ein Boot. Genau, du machst einfach klassisch Machine Learning und dann brauchst du einfach mega viel Daten. Und wenn du genug Daten hast, dann auch zum Beispiel von einem Zeppelin oder so, dann kannst du nachher argumentieren, dass der Traffic erkannt wird. Aber du brauchst die Daten, oder? Du machst es ja nicht von Hand. Du sagst nicht, du brauchst einfach, du musst geflogen sein und 100 Mal einen Zeppelin gesehen haben und dann kannst du sagen, jetzt wissen wir, dass ein Zeppelin erkennt. Aber es ist erstaunlich. Also
Also gerade zum Teil, gerade am Anfang, ist es schon, finde ich schon erstaunlich, dass er sieht, dass das ein Helikopter ist. Vor allem, ich meine, es könnte ja da hinten irgendwie einen Baum haben, wo, wenn es so schon unscharf ist, irgendwie aussieht wie ein Helikopter. Aber da hat er nicht Mühe damit. Wenn es gegenüber dem Himmel ist, ist es relativ einfach. Dann siehst du einfach irgendetwas Dunkles und dann ist es wahrscheinlich ein Flugzeug oder ein Vogel. Wie man es trainiert, indem man viel fliegt, aufnimmt, zum Teil einfach anderen Traffic ein bisschen suchen, also nicht näher, aber einfach, dass man genug Traffic drauf haben. Ja. Und dann haben wir ein Annotation-Team, das einfach den ganzen Tag nichts anderes macht, als sagt, das ist ein Vogel, das ist ein Flugzeug und so weiter. Ja. Genau, es gibt noch mehr dahinter. Ja, vielleicht das Video, vielleicht ist das spannend. Genau, das ist jetzt schon ein kleines Zeitchen alt. Das ist jetzt relativ näher. Verhältnismäßig einfach. Das ist der, den wir vorher gesehen haben. Ja, ich glaube, das ist gut. Das ist 2PC21. Okay. Und wir haben einfach da ist der, der reinkommt. Und dann, was rauskommen will, ist irgendein Track-ID. Das ist einfach, dass wir intern noch wissen, welcher Traffic ist welcher. Hat eine Kategorie, also Fixed Wing oder Helikopter, Drohne. Time to Collision, wenn du so weiterfliegst. Wie lange geht es, bis du reinfliegst? Und dann halt Position und so weiter. Unsicherheiten. Wir haben ein 12-Megapixel-Image, machen 48 Teile daraus, so kleine Teile. Und dann jedes Teil wird einzeln abgearbeitet. Und anschließend gibt es Post-Processing. Und da ist es. Genau, Sachen, die schwierig sind, haben wir schon ein bisschen angesprochen. Also, wie bringen wir genug Daten an, weil eine Stunde Fliegen kostet 1000 Stutz. Gerade wenn du zwei Flugzeuge zum Beispiel hast oder wenn du einen Helikopter hast. Und dann den Mitarbeiter musst du auch noch zahlen. Anschliessend musst du die Daten auch noch auf Riga schicken zu den Annotators, wo dann alles also sagen, das ist ein Flugzeug, das ist nicht ein Flugzeug, das ist ein Vogel das ist, und so weiter. Und die Realität ist halt, wenn man so ein Teil anschaut, 512 mal 512 Pixel, wenn man überlegt, wie viele mögliche Bilder gibt es in 512 mal 512 Pixel? Das sind unglaubliche Menge an Bildern. Und wenn man irgendwie anbringen können, ist sagen, für alle möglichen Bilder, die da in unseren Sensor reinkommen, wenn sie Traffic drauf haben, sehen wir einen Traffic. Und dann können wir das so fragen, wie zum Beispiel, sieht es in Rio anders aus als in Dresden und in der Antarktis und in den USA? Also es ist wie, müssen wir überall fliegen, damit wir das zertifizieren können oder nicht? Und wie hohe Garantien können wir geben? Und wenn wir die hohe Garantie geben können, wie können wir FAA und EASA das auch nachlegen, dass sie uns glauben, dass wir die Garantie geben können? Genau, und ja. Bei mir ist in dem Fall quasi, er erkennt es nicht und es kommt zu einer Kollision oder nur er erkennt es nicht? Oder? Was ist ein Failure? Also, das ist einfach, DAL A ist so ein Zertifizierungslevel und DAL A ist, das bestimmt sich, wie schlimm ist es, falls etwas passiert. Also, wie viele Menschen sterben, falls wir es nicht schaffen. Das ist nicht, was wir momentan machen, weil wir das momentan nicht können. Aber für uns, Failure,
ist quasi, ja, wenn man nicht sieht, egal ob es Kollision gibt oder nicht. Und das sind wir auch noch herausfinden. Wir sind jetzt momentan ein System entwickeln, das in einem Jahr auf den Markt kommt. Das heisst, also, wir zertifizieren sie in 9 Monaten oder so. Und bis dann müssen wir wissen, was man genau behauptet. Oder wie viel behaupten wir, wir sehen alle Traffic oder 99% vom Traffic und unter welchen Umständen und wie belegen wir das? Da können wir selber entscheiden im momentanen Stadium. Weil wir nicht ein System machen, das sagt, da sieht alle Traffic und da kann alleine fliegen, sondern weil wir ein System momentan machen, wo man sagen kann, da kannst du einbauen und das hilft dir. Aber wenn es aussteigt, fliegst du wegen dem nicht gerade im Berg. Genau, und eben autonomes Fahren haben da sicher ein bisschen mitbekommen, was so ein bisschen läuft. Ich würde sagen, das, was wir machen, ist einfacher. Und es ist immer noch sehr, sehr schwierig, das auch zu zertifizieren, dass es immer funktioniert. Darum sind viele wahrscheinlich auch ein bisschen skeptisch, wie schnell das denn da mit den autonomen Autos wirklich kommt. Und dann haben wir die EASA und die FAA, wo wir eng damit zusammenarbeiten. Wo wir quasi Papers für die geschrieben haben. Also was wir eigentlich versuchen ist, also die FAA und die EASA versucht sich zu überlegen, wie können wir Machine Learning zertifizieren in der Aviatik. Und wir versuchen ihnen den Weg aufzuzeigen, wie wir das machen können. Und dann ein Jahr später versuchen wir genau den Weg selber zu beschreiten. Das ist das, was wir jetzt machen. Genau. Das ist nicht so spannend. Ja. Also sind wir zwei Phasen. Das erste ist, die Regulators können nicht alles in-house herausfinden, wie wir jetzt das idealerweise machen. Das heisst, die gehen so Projektschreiben zu, so sagen, könnte jemand vielleicht schauen, wie man das machen würde. Und wir haben jetzt insgesamt 3 oder 4 Projekte gemacht mit der EASA und FAA, wo sie uns eigentlich gezahlt haben, wo wir dann einen Weg aufgezeigt haben, wie man die Zertifizierungsrichtlinien eigentlich schreiben sollte. Und jetzt versuchen wir, unser System zu zertifizieren. Oder? Die sind öffentlich und eben heissen zum Beispiel Concepts of Design Assurance for Neural Networks. 1 und 2. Das war mit der EASA. Und genau, ganz neu ist Neural Network Based Runway Landing Guidance for General Aviation Autoland. Ist vor 2 Stunden von der FAA publiziert worden. Das hat auch hauptsächlich mir geschrieben. Wahrscheinlich könnt ihr nicht aufschreiben, aber wenn ihr es googelt, findet ihr es. Jetzt muss ich schauen, irgendwie hat er ein paar Slides übersprungen. Nein, ja. Genau. Und das ist Schwierige daran, oder? Entweder sagt man, also die Frage ist, wie kann man das genau zertifizieren, wenn man nicht hundertprozentig genau sagen kann, was hinten rauskommt. Man kann sagen, auch bei einem neuronalen Netzwerk kannst du hundertprozentig sagen, was genau hinten rauskommt, wenn du weißt, was vorne hineingeht. Die Frage ist für alle möglichen Situationen. Und dort wird es schwierig, weil du kannst nicht alle möglichen Situationen abdecken. Es sind nur etwa 200 Seiten. Zweimal. Es steht vieles dort drin. Ich habe noch ein paar Slides, die sich ein bisschen anschneiden. Ja. Vielleicht komme ich noch ein bisschen dazu. Primär brauchen wir mal möglichst viele Daten, damit wir möglichst das lernen können. Was wir zusätzlich zu unseren Flügen machen, ist, dass wir Simulationen haben, die möglichst echte Daten, also Daten generieren, die möglichst echt aussehen. Ist natürlich nicht 1 zu 1. Ist natürlich auch wieder die Frage, wenn wir jetzt
99% auf synthetischen Daten trainieren und 1% auf der reellen. Wie verkaufen wir es? Oder wie auch, ist es wirklich so, dass es davon hebt, oder? Schwierig zu sagen. Andere spannende Frage ist, wir wollen nicht nur sehen, wo ein Traffic ist, sondern auch sagen, wie weit weg das er ist. Und das ist auch verdammt schwierig, wenn man nicht weiß, wie groß der Traffic ist. Und normalerweise weiß man nicht, wie groß der Traffic ist. Also man kann annehmen, da ist eine Cessna, die ist etwa so groß. Da kommt es noch darauf an, ob sie seitwärts steht oder ob sie von hinten ist. Und das sind alles Sachen, die das neuronale Netzwerk muss lernen und muss können. Und wenn dann morgen Boeing ein Flugzeug entwickelt, das genau gleich aussieht wie eine Cessna, aber einfach 20 Mal so groß ist, dann wird es schwierig. Also hoffen wir, dass das nicht passiert. Genau, das sind einfach so normale Details. Da sehen wir auch, also links ist wie groß das die Bounding Box. Also wenn wir Detection haben, wenn wir Traffic sehen, dann machen wir Bounding Box rundherum. Und wenn wir nur 3 Pixel Detection haben, haben wir eine kleine Bounding Box. Und das ist auch die Verteilung von Traffic Distance zu Bounding Box Size. Und offensichtlich gibt es eine Korrelation. Weiter Traffic ist kleiner, näher Traffic ist grösser. Aber wenn du jetzt einen Traffic hast, der 25 Pixel Diagonale hat, dann kannst du zwischen 500 Meter und 1500 Meter alles haben. Je nach Größe des Flugzeugs, das dort ist. Das ist eine Challenge. Und das sind alles so Detections. Ja. Für die Distanz 2 Kameras haben. Das Problem ist die Baseline. Das heisst, ich würde jetzt einfach mal ganz grob sagen, wenn deine Kameras 10 Meter auseinander sind, dann kannst du auf 100 Meter Entfernung eine gute Estimation machen von der Range. Und das ist viel zu wenig. Also du bräuchtest 10-mal so viel. Oder mehr. Das ist das Thema, ja. Das wär schön. Das Problem ist auch dort, wenn dann eine Kamera ein um einen Pixel verschoben ist, dann ist alles kaputt. Und dann müsstest du vor jedem Flug dein System neu kalibrieren, weil wenn sich die Temperatur ändert und so weiter. Also es ist eine Challenge für sich. Was wir jetzt versuchen, so ein Wochenendprojekt, dass wir mehr Traffic günstiger wollen. Dass wir zum Beispiel in Locarno auf dem einen Hügel eine Kamera haben, auf einem anderen Hügel eine Kamera haben, relativ weit oben. Und dann einfach versuchen, alle Traffic, die fliegt, zu sehen. Und dann, weil wir eine grosse Baseline haben, zu lokalisieren. Und dann aufgrund von dem Trainingdaten machen, die schon annotiert sind, wo wir gar nicht mehr irgendein Team brauchen, das die annotieren. Einfach zum schneller an viele Daten kommen, weil Daten sind sehr teuer. Genau, für Distance Estimation, was wir momentan machen, ist, dass man quasi gleichzeitig Object Category und Distance, also ein Netzwerk kennt, das Objekt erkennt, ist das erste. Und das nächste Netzwerk tut eine Kategorie zuweisen und eine Distanz. Dass wir das wie so zusammen machen. Genau, Performance Guarantees, das ist so ein bisschen ähnlich, was du gesagt hast. Also so, wie zertifiziert man da überhaupt? Also das Wichtigste ist, dass das Dataset gleich verteilt ist über alle Dimensionen wie die Realität nachher auch. Und dann braucht man einfach genug davon und dann kommt es gut. Dann können wir es quasi zertifizieren. Und da ist nicht so einfach die Frage, nur schon, dass man, also da ist zum Beispiel eine True Data Distribution und dann haben wir ein paar Samples. Und ihr wisst nicht, wie gut dass ihr sind auf der True Distribution, wenn ihr ein paar Samples habt, die nicht gleich verteilt sind wie die True Distribution. Da ist eigentlich die ganz grobe Übersicht, wie man die Zertifizierung macht. Wenn ihr mal in so, also NASA und all die RUAG und so, die arbeiten oft mit dem V-Prozess, wo es zuerst System Requirements und so weiter und dann geht es runter, bis die Entscheidung ist, wie du genau baust und dann gehst du wieder rauf und testest, ob es wirklich funktioniert. Und weil es in den beiden Coden Papers vor allem herausgekommen ist, dass man halt sehr ähnlich macht, aber dann hier hat man Model Training und dann machen wir nochmal ein Learning Process Verification, also man geht genau auf die Sachen, haben wir die richtige Distribution und so weiter.
mehr Details würde wahrscheinlich 10 Stunden brauchen. Und wäre ja auch nicht richtig, um das zu erzählen. Nicht so spannend. Genau, die andere Frage, können wir es überhaupt in Echtzeit laufen lassen? Training machen wir in der Cloud, mit TensorFlow und immer mehr mit PyTorch. Aber für die Operations, weder Software noch Hardware, kannst du zertifizieren. Das heisst, wir müssen etwas selber machen, das viel einfacher ist. Und um genau auch die Möglichkeit zu haben, dass wir eigentlich eine Hardware haben, wo wir genau wissen, wenn wir die Bits reinschieben, kommen genau die Bits raus. Was bei der GPU nicht weiss. Explainability. Ich weiß nicht, wenn ihr mega in Machine Learning interessiert sind, ist ein grosses Thema und ist genau eigentlich der Fokuspunkt, den wir irgendwie müssen lösen können, um das zu zertifizieren. Genau, und es ist halt mega spannend, an dem zu arbeiten, weil es nicht das gelöste Problem ist. Also kann man das zertifizieren, wie zertifizieren wir es? Und auch die ganze Zusammenarbeit mit den Zertifikationsbehörden. Es hat es einfach noch nie jemand gemacht und darum macht es spannend, um das einfach mal zu probieren und versuchen zu machen. Einfach ist es nicht. Genau, wenn ich konkret arbeite, habt ihr auch noch Fragen? Was ich konkret mache, also an der Zertifikation, wie wir können sagen, Spotter ist der, der Traffic sieht. Spotter sieht 99% vom Traffic, wo unter dieser Distanz ist. Dann können wir es zum Beispiel auf Distanz aufteilen, wie in dem, auf dieser Range die Performance, auf dieser Range die Performance und so weiter. Und das Problem ist dann, wenn wir jetzt so eine Behauptung machen und dann geht einer mit dem System fliegen und dann alle Traffic, die sie hätten, ist irgendwie ein weisses Flugzeug von weissem Hintergrund, dann ist das System schlechter als das, was wir sagen. Oder? Genauso wie man halt auch als Pilot Flugzeug, wo man schlecht sieht, halt einfach schlechter gesehen. Und ich finde es persönlich auch gar nicht so anders wie zum Beispiel bei einem Radar. Dort tut man auch ein Radar zertifizieren und es ist auch dort nicht so, dass man genau weiß, unter welchen genauen Umständen, was genau aus dem Radar rauskommt. Also es ist auch zu komplex, um jede Möglichkeit abzudecken. Und wenn jetzt ein Intruder kommt und zum Beispiel extra eine schlechte Radarsilhouette hat, dann performt das System viel schlechter, als man davon ausgehen würde. Das heisst, so Zahlen gehen immer von einer gewissen Verteilung der Intruders aus. Genau, und darum ist mein Projekt momentan, dass ich versuche herauszufinden, wenn zwei Flugzeuge zueinander zufliegen und sich irgendwie kreuzen auf irgendwie 3 Kilometer Distanz oder so, ist das oft so oder ist es oft so oder einfach wie ist die Verteilung von denen Encounters, von denen zwei Flugzeugen, die sich dann irgendwie ein bisschen näher kommen. Und was ich da dafür mache, ist, dass wir ADS-B-Daten nehmen, zum Beispiel von der ganzen Schweiz, für irgendwie eine Woche. Und dann einfach für alle Flugzeuge, die fliegen, oder zum Beispiel für die, die uns am meisten interessieren, was Luftraum Echo und Golf ist, versuchen wir möglichst alle, nicht Kollisionen, aber immer wenn zwei Flugzeuge ein bisschen näher aneinander vorbeigeflogen sind, all diese Encounters rauszunehmen und dann unserem Simulationstool alle nachzustellen und dann schauen, wie gut das System funktioniert. Und dann können wir aufgrund von dem auch wieder entscheiden, was müssen wir noch verbessern bei dem System. Zum einen kannst du fliegen und einfach aufnehmen. Oder du kannst 3 Empfänger kaufen und in der Schweiz ein bisschen aufstellen an einem guten Punkt. Und es gibt auch Open Sky Network, wo man die herunterladen kann. Wo aber die Lizenz nicht ganz einfach ist, zum klären, was man genau damit machen kann. Und wisst ihr, habt ihr auch schon mal überlegt, oder nur darauf geladen, Daten, die dann zum Teil gerade sagen, fliegen oder ähnliches, gleich wie es mehr aufgenommen wird, als jetzt bei OSB? Wenn wir rumfliegen, ja.
Aber von momentan ist nur ADSB jetzt einfach, eben das ist so ein, das mache ich seit einer Woche. Also. Aber ja, genau, also auch dort, oder, ist doch die Frage, okay, jetzt haben wir alle Traffic, die ADSB hat, ist der wirklich alle Traffic? Aber immerhin kannst du dann sagen, wir haben es simuliert mit allem Traffic, die ADSB hat. Was schon besser ist, als wir haben keine Ahnung, was eigentlich läuft. Und dann muss man schauen, ob man noch mehr braucht. Ja. Also meinst du vom Spotter, System Spotter geht, genau. Also momentan sind wir quasi nur Sensoren, machen nur Sensoren. Auch nur Sensoren. Ja. Control ist wie der nächste Schritt, den wir unbedingt auch in-house haben wollen. Mein Internship habe ich auch über Control gemacht, also was ich quasi gemacht habe, ist dann aufgrund von diesen Daten ein Control-Algorithmus geschrieben, wo selber landen könnte. Der funktioniert auch. Das Problem ist einfach, wenn du zu einem Flugzeug gehst, es ist nicht so einfach, die Hardware dann direkt zu steuern. Also zum Beispiel jetzt von Autopilot hast du vielleicht irgendwie eine serielle Schnittstelle oder so und kannst dem Pitch-Reference geben. Aber was dann der Autopilot im Hintergrund macht mit dieser Pitch-Reference, hast du keine Kontrolle darüber, oder? Und was wir eigentlich bräuchten, wäre ein direkter Zugang, zum sagen, wir haben unsere Motoren, wo wir genau wissen, wie die reagieren. Und dann sprechen wir unsere eigenen Motoren an. Weil, also wenn du jetzt Autoland machst, musst du halt relativ genau fliegen. Und viele Autopiloten sind nicht gemacht, um genau zu fliegen. Also das ist 10 Meter höher oder drunter, ist dem egal. Genau. Aber das ist auch etwas, wo wir sicher in den nächsten 1-2 Jahren machen müssen. Jetzt, wir haben seit einem Monat ein eigenes Flugzeug. Das erlaubt uns ein bisschen mehr. In der Schweiz ist es nicht ganz einfach, um einfach bei einem Flugzeug mal irgendetwas zu machen. Das heisst, wir werden wahrscheinlich auch in den USA mal noch ein Flugzeug haben, weil dort kannst du einfach sagen, das Plane ist experimental und dann machst du, was du willst. Also ist es ein bisschen vereinfacht gesagt. Es ist vieles vereinfacht gesagt, wenn ich sage, hängt mich nicht auf. Genau, Flight Testing. So ein bisschen der Ramp-up, wie viele Stunden das wir machen. Letztes Jahr waren es etwa 500 Stunden. Das ist ein bisschen ein altes Slide, es waren deutlich mehr. Und dann gleichzeitig noch viele simulierte Daten. Und dort bin ich auch momentan am Arbeiten, dass wir dann eben die Encounters, die wir auf echten Daten basiert, zum Beispiel in der Schweiz haben, dass wir die dann auch in die Simulation nachstellen können. Genau. Wenn irgendjemand da interessiert für ein Internship oder so, ich finde es mega spannend. Es ist eine coole Firma. Wenn so interessiert, dann überlegt euch am besten wahrscheinlich, was ihr genau dort machen wollt. Wir brauchen nämlich mega vieles. Also die einen machen Machine Learning, Computer Vision, dann haben wir normale Softwareprogrammierer, und dann haben wir Leute, die mit Hardware arbeiten, die Sachen löten, die Sachen zusammenbauen, die Sachen als Flugzeug montieren. Also es gibt einfach alles. Genau. Habt ihr Fragen? Habt ihr Diskussionen? Ja. Was ist Stand jetzt, also vom System, das jetzt zertifiziert werden der schlussendliche Business Case sozusagen? Also ist das als Unterstützung für GA irgendwie gedacht, das dann so zu vermarkten? Also ist mir klar, dass es ein Zwischenschritt ist, zum. Also die Frage ist, was ist der Business Case von dem, was wir momentan entwickeln? Was wir momentan entwickelt, ist Pilot Eye, das ist zusammen mit Avidyne. Das ist so eine Avionics-Firma in den USA. Und das Ziel ist wirklich, dass man da den wie so als Upgrade kann verkaufen kann und kann sagen, es sieht halt viel mehr Traffic, als du je wirst sehen. Und dann kannst du denen ausweichen und fliegst nicht in sie rein. Und das ist eigentlich so ein bisschen das Ding, das wir machen. Aber natürlich, das grosse Goal ist natürlich nicht, dass wir jetzt einfach Pilot-Eye machen und dann aufhören, sondern das ist einfach, dass wir einmal etwas zertifiziert haben. Und wenn wir das zertifizieren können, dann ist das erste neuronale Netzwerk, das in der Aviatik zertifiziert worden ist. Ob wir das schaffen in einem Jahr? Ich hoffe es. Aber eben, es gibt so viele ungeklärte Fragen. Also,
Und auch Zusammenarbeit mit denen. Oder wenn schon 10 andere Leute davon gemacht haben, dann weiss auch die Zertifikationsbehörde, wie sie genau das machen. Und dann sind sie zufrieden und so. Und die sind auch momentan das alles selber irgendwie versuchen, herauszufinden, wie sie genau das machen wollen. Und es geht dann auch ziemlich schnell, gerade bei der FE, dann ziemlich schnell in die Politik, weil es gibt sehr grosse Firmen dort, die auch sehr viel Geld investieren. Und warum das jetzt das Startup aus Zürich die Ersten sollten sein, die irgendetwas zertifizieren. Ja. Du hast halt einfach ein Startup, hast den Vorteil, dass du ein klein bist, ein agil bist, ein bisschen unkomplizierter bist. Das macht es ein schneller. Genau, das Sichtfeld. Sichtfeld von Pilot Eye. Das bin ich gar nicht sicher. Wir haben sicher, also momentan tendieren wir dazu, eine 12mm Kamera zu haben. Das ist relativ weitwinklig. Ich sage jetzt mal irgendwie 90 Grad Field of View. Und die Idee wäre, dass wir 3 von denen haben. Oder dass man 3 von denen haben kann. Das sind auch noch Diskussionen mit Evidine zusammen. Was wir momentan machen, ist mit unseren Kameras, also die spottermässig sind, die schauen einfach führen, weil das grösste Kollisionspotenzial hast mit anderen Flugzeugen, die von vorne kommen. Und dann deckst du einen grossen Bereich nicht ab, das ist sicher so. Und die Navigation selber ist mit Fisheye-Kameras, die gegeben gehen. Das sind zwei unterschiedliche Kameras, die wir einbauen. Ich glaube, du bist zuerst gesehen. Ich weiß es nicht. Genau, also Nacht. Genau, die Frage ist, wollen wir auch noch Radar und LiDAR und weiss mit schlechtem Wetter und Nacht. In der Wolke sieht es nichts. Genauso wie der Mensch auch in der Wolke nichts sieht. Auf einer Seite kann man wirklich behaupten, dass ich sage jetzt mal, der IFR-Teil zu automatisieren ist nicht so schwierig. Behaupte ich mal. Also wenn man einfach ein Departure fliegt, ein Approach fliegt und Cruise irgendwo Flight Level 250 in die USA fliegt, dann muss der Mensch nicht so viel machen. Oder dort, wo der Mensch genau zum Träger kommt, ist bei VFR, bei der Landung, wo man den Boden sieht und so weiter. Das ist sicher auch darum ein Fokus. Aber wir haben so ein Research Department, wo quasi eben so ein bisschen so Fragen. Also wir machen die Versuche mit Radar, aber es ist jetzt momentan überhaupt nicht der Fokus. Weil das, was wir schon machen, schon genug komplex ist. Und in der Nacht, wir haben die Flüge gemacht, so in der Dämmerung, knapp in der Nacht. Anderer Traffic, wenn du in der Nacht fliegst, siehst du auch nur, wenn er beleuchtet ist. Und dann gibt es Überlegungen, wenn wir ein neuronales Netzwerk trainieren, wo halt das Flugzeug, das halt Strobe Lights hat, super tracken kann. Ja, und wenn es wirklich einfach nur noch schwarz ist, dann sieht irgendwie auch der Mensch nichts mehr. Absolut, ja. Zeithorizont. Ja, ist mega schwierig. Elon Musk würde sagen, in einem Jahr. Genau. Ich weiß es nicht. Ich glaube, unser Roadmap ist etwa 5 Jahre. Bis wir. Ja, aber. Es sind so viele offene Fragen, auch nur schon gesellschaftliche Akzeptanz, die auch einen Einfluss auf die Regulatoren hat. Und wie groß ist überhaupt das Interesse in 10 Jahren an Luftfahrt? Also es sind so viele Fragen, oder? Ein Business Case, der so ein bisschen
cool ist, sind diese eVTOL, diese elektrischen Vertical Takeoff and Landing. Und die Vorstellung ist da, dass man quasi so ein Air-Taxi hat, das Zürich Flughafen, Zürich Innenstadt, alle 10 Minuten hin und her shuttelt, ohne Pilot. Und da hat man dann halt 4 Passagiere drin, kein Pilot und nur Strom, und der fliegt die ganze Zeit hin und her. Dann wird es halt sehr günstig, irgendwann zu fliegen. Und das ist so ein Business Case. Aber die eVTOL-Hersteller haben es auch nicht gerade so gut in den letzten Wochen, Monaten. Ja. Genau, also wie werden die Daten für den Pilot dargestellt? Genau, wir sind ja nur ein Sensor, irgendwie müssen wir die Daten darstellen. Was wir haben momentan ist ein Tablet, auf dem läuft, also auf unserer Hardware hinten im Kofferraum ist ein Webserver, den wir per WLAN mit dem Tablet erreichen. Ziemlich unkompliziert, und wir haben alles im Griff und können machen, was wir wollen. Aber wenn jetzt jemand ein Garmin 1000 in seinem Cockpit hat, dann sind wir ein bisschen, also wir können quasi versuchen herauszufinden, wie sie zum Beispiel andere Traffic-Daten kriegen und am Display darstellen. Und dann können wir unsere Daten gleich liefern. Aber wenn wir es richtig machen wollen und zertifizieren wollen und alles, dann brauchen wir all eine Zusammenarbeit mit solchen Herstellern von Avionics. Und die sind auch nicht immer mega interessiert, mit uns zusammenarbeiten, weil sie vielleicht lieber etwas selber entwickeln wollen oder ihr eigenes Zeug verkaufen wollen. Und Garmin hat keinen Grund, momentan mit uns zusammenzuarbeiten. Das heißt, drum arbeiten wir mit Evidyne. Und momentan ist die Idee, dass Evidyne das dann für uns macht. Ich weiß es nicht. Also bis zu welchem Flugzeug können wir bis zu welcher Flugzeugklasse können wir unser System anbieten? Also die ganzen Piper sind kein Problem, Cessna sind kein Problem im Allgemeinen. Ich würde sagen so 10 Kilo. Nur das und dann noch die Kameras, vielleicht insgesamt 12. Aber ich weiß es nicht. Aber so, dass es schon eigentlich bei den meisten Flugzeugen geht. Und Helikopter. Das heißt, ein Punkt wäre dann zum Beispiel auch, wenn man irgendwann Drohne hat, zum Sachen muss man nicht fotografieren, eigentlich hier System lenken über den Hoverscale oder Drohne. Ob wir das System auf eine Drohne herunterscalen können, ich denke, wenn wir zum Beispiel, also momentan machen wir FPGAs, wenn wir das selbst, wie sagt man, einen eigenen Chip machen können anstatt FPGAs, dann braucht es gerade viel weniger Platz und Strom und alles. Aber dann braucht man das genug große Volumen, irgendwie 10.000 Chips oder so, bis sich das lohnt. Und ich denke, das ist vor allem die Frage. Okay. Ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben, wenn ihr noch Fragen habt. Und sonst gibt es, glaube ich, Apero. Sehr gern.